Bei so einer Baustelle kommen unfassbar viele Rechte und Normen ins Spiel. Und gerade als junger Architekturstudent oder junger Architekt kann es unfassbar schwierig sein, sich alles davon zu merken. Aber auch wenn man schon länger im Spiel ist und immer wieder auffrischen muss, dann kann das unfassbar viel Arbeit sein. Ich werde mich heute mit Leonardo Krull von Betterbau treffen und der hat genau dafür eine richtig gute Lösung entwickelt. Ja, wir haben es gerade schon gehört, eine Situation, mit der sich sicherlich auch der ein oder andere identifizieren kann. Und ja, wie eben schon gesagt, hast du die Lösung dafür, um das ganze Problem zu vereinfachen. Vielleicht möchtest du uns mal kurz erzählen, ja, was du mit Betterbau überhaupt geschafft hast. Ja, also es ist ja man kann ja von keinem Architekten oder von keiner Architektin verlangen, dass sie nach dem Studium oder während des Studiums schon alle möglichen Gesetzestexte und Bauvorschriften kennt. Und so stößt man eigentlich bei jedem Projekt irgendwann an die Hürde, spätestens wenn es in die Genehmigungsplanung geht, dass man alle baurechtlichen Anforderungen in die Planung übernimmt. Und dieser Prozess ist wahnsinnig kompliziert, weil es so viele Vorschriften gibt. Und um die Vorschriften ein bisschen greifbarer zu machen, haben wir Betterbau entwickelt. Und Betterbau filtert Gesetzestexte, so dass man als Architektin oder als Architekt einen schnellen Überblick bekommt, welche baurechtlichen Themen eigentlich auf einen zukommen. Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal unglaublich spannend. Ich kenne es auch aus der eigenen Arbeit. Man sitzt dann davor und überlegt sich erstmal, okay, jetzt hast du ja erstmal die Bauordnung, ist noch eine Tiefgarage dran, vielleicht nochmal Sonderbauordnung und überall kämpfst du dann jeden einzelnen Paragraph durch und bist ja im Paragraphendschungel und musst aber noch an die ganzen anderen Dinge eigentlich parallel denken, weil so als Architekt hat man ja eben nicht nur den rechtlichen Bereich, sondern deckt eben ganz viele Bereiche ab. Und ich denke, dass gerade da auch sowas sehr, sehr spannend sein kann. Ja, genau. Also ich glaube, es gibt natürlich auch Architektinnen und Architekten, die sich auf ein spezielles Gebiet konzentrieren, die nur Schulen bauen. Und nach der 30. Schule hat man mit Sicherheit auch einen riesen Erfahrungsschatz und weiß, was baurechtlich auf einen zukommt. Aber gerade wenn man als junger Mensch einsteigt in das Thema und ein Gefühl dafür bekommen möchte, was man denn so berücksichtigen muss, weil es ja auch wahnsinnig viele Konsequenzen mit sich trägt. Also natürlich, was die Kosten angeht, aber auch was die Schnelligkeit angeht von einem Bauvorhaben. Und da versuchen wir einfach den Leuten ein Werkzeug an die Hand zu geben, was diesen Prozess ein bisschen beschleunigt. Wie kann ich mir das Ganze jetzt vorstellen? Also das ist jetzt erstmal eine Webseite und ja, wie sieht jetzt der Vorgang aus? Also erstmal ist es so, dass Betterbau keine Standalone-Software ist, also man muss nichts runterladen oder installieren, sondern es ist eine Webanwendung. Jeder, der möchte, kann sich dort registrieren und direkt loslegen. Und Betterbau funktioniert projektbasiert. Ich finde diesen Vergleich immer ganz treffend mit Immobilien-Scout24. Man möchte ja nicht eine riesen Datenmenge als Ergebnis angezeigt bekommen, sondern man hat eine ganz konkrete Vorstellung, was man für eine Wohnung sucht und möchte auch gerne Ergebnisse bekommen, die zu dem eigenen Profil passen. Und so ungefähr funktioniert Betterbau. Das heißt, die Architektin oder der Architekt konfiguriert sein eigenes Bauvorhaben, indem er ein paar Fragen beantwortet, wie zum Beispiel, welche Nutzung hat das Gebäude, wie groß ist das Gebäude? Und auf Basis dieser Daten findet die Software dann im ersten Schritt heraus, welche Bauvorschriften gilt es zu berücksichtigen. Und im zweiten Schritt filtert die Software diese Bauvorschriften um 70-80%. Das, um es mal so ein bisschen in Zahlen zu sprechen, also zum Beispiel die Bauordnung hat 1200 Sätze. Und bei Betterbau werden dann im Regelfall aus diesen 1200 Sätzen noch 300-400 Sätze, die man in einer überschaubaren Zeit auch kontrollieren kann. Ja, das ist natürlich schon mal ein Riesenunterschied. Also allein mal so 80% Reduzierung, das ist schon mal deutlich entspannter. Und vor allen Dingen dann auch, dass man die dann chronologisch angezeigt bekommt und wirklich sieht, okay, das habe ich noch zu tun, das habe ich noch zu tun. Genau. Also wir versuchen das Ganze so nah an den Workflow von dem Architekten oder von der Architektin ranzubringen, sodass man es am Ende wie eine Checklist überprüfen kann, entweder am Ende der oder kurz vor der Einreichung des Bauantrags, dass man nochmal sagen kann, okay, jetzt gehe ich nochmal schnell alle Absätze durch, habe ich wirklich alles berücksichtigt, um auf Nummer sicher zu gehen oder um zumindest die Chance zu erhöhen, dass der Bauantrag auch direkt in der ersten Runde genehmigt wird und zur Genehmigung führt. Und für Studierende ist es natürlich auch ein Thema. Gerade im Studium hat man natürlich schon die ersten Berührungspunkte mit den verschiedenen Bauvorschriften, aber weiß sie natürlich nicht in der Tiefe einzusetzen, wie man es dann später aber im Berufsleben muss. Und dafür ermöglicht Betterbau aber auch einen ganz guten Einstieg, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was muss ich alles berücksichtigen und ja, vielleicht auch ein bisschen näher an der Realität zu bauen. Ja, viele Studenten haben sicherlich auch die Situation, dass sie in den Uni-Projekten sehr frei waren, was jetzt alles angeht, und dann später im Berufsleben überhaupt gar nicht wissen, was auf einmal abgeht. Ja. Und wenn man da auch im Studium vielleicht schon mal geguckt hat,
wie sieht das überhaupt mit den ganzen rechtlichen Sachen aus und seine Projekte auch demnach geplant hat, wird es sicherlich die Projekte nicht schlechter machen. Ja. Und ja, auch gerade im späteren Leben, wenn man dann auch eben als Architekt tätig wird, kann das auf jeden Fall hilfreich sein, denke ich auch. Also es ist auf jeden Fall wichtig, auch sich diese Freiheit auch so ein bisschen diese zu behalten, weil man muss auch nicht immer genau nach der Bauordnung planen. Dafür gibt es Abweichungen. Also man sollte sich auch immer die Kreativität irgendwo bewahren, Lösungen zu finden, die vielleicht nicht in irgendeinem Buch stehen, sondern die man selber findet. Aber es macht halt viele Themen einfach deutlich einfacher, wenn man sie von Anfang an kennt. Also deshalb ist Better auch nicht nur was, um am Ende quasi ja die Genehmigungsplanung zu finalisieren, sondern auch schon in der Entwurfsplanung, damit man einfach so die Herausforderungen kennt, ganz zu Beginn eines Bauvorhabens, die später auf einen zukommen. Mhm. Und gerade wenn man oder gerade als junger Mensch wird man ja mit ganz vielen neuen Themen konfrontiert. Also das erste Mal eine Schule zu bauen ist was ganz anderes als das erste Mal eine Beherbergungsstätte oder ja oder ein Wohngebäude zu bauen. Das sind ganz unterschiedliche Anforderungen, die dort gestellt werden. Und um diese zu begreifen, ist Betterbau ein richtig gutes, eine richtig gute Lösung. Und wir machen auch, also um ein bisschen ins Detail auch noch zu gehen, wir machen auch noch mehr als nur die Filterung von Gesetzen. Wir ermitteln für den Architekten oder für die Architektin auch direkt die ersten Ergebnisse, wie zum Beispiel die Gebäudeklasse oder ob ein Aufzug notwendig ist. Und gerade in diesem Bereich bauen wir gerade uns auch eine ganz schöne Palette an Tools auf, die neben der reinen Filterung von den Gesetzestexten auch noch einfach schnelle Berechnungen mit sich bringen. Das heißt, wenn du irgendwann mal wissen willst, welche Abstandsfläche du denn einhalten musst oder wie hoch die GRZ sein wird, die du baust, die tatsächliche GRZ, kannst du das einfach über Betterbau, über unsere Tools berechnen. Und da sind wir auch immer, also auch an eure Community gerichtet, offen für neue Ideen. Also wenn ihr irgendwelche ja, Potenziale erkennt oder irgendwo einen Bedarf erkennt, wo ihr sagt, dafür brauche ich ein Tool, könnt ihr immer gerne auf Betterbau zukommen. Wir setzen das gerne um, wenn es möglich ist. Also da gerne der Appell an eure Community. Ja, ihr habt es gerade schon gehört, ihr werdet auch die Möglichkeit bekommen, das Ganze mal auszuprobieren. Und dafür meldet ihr euch vielleicht einfach unten einmal den Link an. Und dann schaut ihr euch das Ganze mal an. Und ja, wie Leonardo gerade schon gesagt hat, super flexibles Team, sind immer offen eben für Vorschläge und ja, total motiviert, irgendwas was Neues auf den Markt zu bringen. Und ja, super spannend auf jeden Fall. Ja, also genau, wir sind kein Unternehmen, was es irgendwie seit 15 Jahren schon gibt, sondern wir sind ein junges Unternehmen, ein Startup und sind deshalb auch darauf angewiesen, dass ihr Architekten uns nutzt, uns auch besser macht und uns Feedback gibt, ja, was ihr vielleicht noch bei Betterbau bräuchtet. Und ja, um loszulegen mit Betterbau braucht es nichts außer einer Registrierung. Das Ganze ist erstmal kostenlos. Ihr habt jetzt gehört, was alles schon möglich ist mit Betterbau. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, in welche Richtung geht das noch? Habt ihr noch irgendwie Visionen oder wie kann sich das Ganze noch weiterentwickeln? Also es gibt zwar Bauvorschriften, die für ganz Deutschland gelten, aber der Regelfall ist so, dass es Landesrecht ist. Mhm. Und Betterbau kommt aus Essen, das heißt aus dem Ruhrgebiet. Und deshalb haben wir angefangen mit den nordrhein-westfälischen Vorschriften. Das heißt, diese werden zurzeit bei Betterbau gefiltert. Und für uns ist es natürlich wichtig, ja, mittelfristig auch in anderen Bundesländern verfügbar zu sein. Und so werden jetzt peu à peu die anderen Bundesländer ergänzt, ja, sodass halt deutschlandweit alle Leute Betterbau nutzen können. Sollten jetzt akut während der Nutzung irgendwelche Fragen aufkommen, wie würde man dann auf euch zukommen? Also über alle möglichen Kanäle. Also egal, ob man uns über Instagram anschreibt, eine Mail schreibt oder einfach anruft. Man landet dort nicht in irgendeinem Callcenter oder komplizierten Kundensupport. Im Zweifel landet man sogar bei mir. Und ich beantworte die Fragen natürlich gerne. Also das kriegen wir ganz locker hin. Perfekt. Also da ist eine kurze Leitung da. Ihr seid direkt wirklich am Partner dran. Und das ist auch eine unglaublich tolle Möglichkeit, eben selbst Einfluss auf ein super cooles Projekt nehmen zu können. Also ich bedanke mich schon mal für das Interview, aber am Ende hätte ich noch eine Frage. Ja. Und zwar, was würdest du den Architekten von morgen mit auf den Weg geben? Ja, keine Angst zu haben, Fehler zu machen bei Genehmigungsprozessen, weil sie passieren allen. Diese Regelwerke oder der Dschungel an Vorschriften, den es gibt, der ist einfach kompliziert. Der lädt dazu ein, Fehler zu machen. Und wir sollten einfach alle gemeinsam daran arbeiten, Lösungen zu finden, wie wir das in Zukunft besser machen können, wie wir schneller zu Genehmigungen kommen und ja, da gehören wir alle zu und das kriegen wir auch hin. Alles klar. Vielen Dank schon mal für das Schlusswort. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.